Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Was machen wir zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles. Dann los. Ziegenmilch, frisch gemolken. Hallo, Schweinchen. Gebratenes Fleisch, kommt und probiert. Von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier, sie sind glücklich. Ah, ja, stimmt. Sieh nur, da oben, das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Bürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Sieh mal, die Farben. Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann. Sieh mal, Blumen. Würzkräuter, Salben. Habt ihr Interesse? Nicht nur an einem. Ringelblumen, Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen, hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Frisch aus Korsika. Heute Morgen gefangen. Lauten nur die Besten. Auf die Kisten gibt es eine fünfte gratis dazu. Zu unserem Haus. Es sollte gleich Hast da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich weiß nicht. Wache, ja? Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja. Ich weiß. Ich mag es hier. So ist das nun mal, seit der ich Graf auch. Dem Hauptmann mehr Macht überlassen hat. Oh, da spielt jemand Musik. Oh, ich kann nicht sehen. Weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja.
Musik ist komisch. Ja, klingt aber toll. Sie sind echt gut. So, junger Mann, sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Der Tag war ganz schön lang. Hey, ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal, ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, zu Hause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar, sehen wir uns drinnen um. Das ist unsere Tür. Ah, sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Wollen wir reingehen? Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die 2. Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott,
Behüte ihn. Warum ist Verdun noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Hallo? Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Gut, immerhin etwas. Ach, ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Verzeihung, wir suchen den Stand des Floristen. Hinter euch, genau auf der anderen Seite des Marktes. Danke. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hört zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Das Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft, das spüre ich. Ja, deshalb lasse ich ihn hier. Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich. Gut möglich. Amicia, das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt, entschuldige. Da ist eine Tür. Ja. Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Komm schon. Ist das? Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Hier,
Noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben, eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Wenn Vodor hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Stimmen. Was jetzt? Wo ist er? Sprich! Ich kenne ihn nicht. Wirklich. Du Stück. Nicht gut. Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Wo ist er? Sprich! Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Wirklich. Du Stück. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein elender Tod. Ja, verzieh dich nur. Was war das gerade? Irgendein Zeichen vom Arzt? Oh. Ich hab nichts gehört. Ein Arzt? Nein, dieser Vodor weiß, wie man sich versteckt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Vodor? Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu plündern und such den verdammten Alchemisten. Irgendwer findet ihn schon. Was macht hier solchen Lärm? Luft ist ein. Was? Da war was. Ich sehe mal nach. Verstecken wir uns. Ja, das stinkt. Oh, was zur Hölle? Mir wird schlecht. Nein. Bitte nicht. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell! Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Sieh nicht hin. Los, schieb. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guyenne geht es weiter. Es breitet sich schon aus.
Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Gehen wir schnell. Schon so viele Tote, als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Ach, steckt fest. Komm schon. Naja, gehen wir weiter, hier entlang. Bitte, nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell, das brauchen wir jetzt. Na gut, musst du wissen. Schau mal, da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, Tren! Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze, da oben. Moment. Was war das? Oh nein. Wir sind Eindringlinge. Schnappt sie euch! Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, hey! Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze, da oben. Vorsicht! Ich weiß, was ich mache. Schlaf. Eindringlinge, schnappt sie! Schnappt sie euch! Ein Hindernis weniger. Vorsicht, wenn sie uns bemerken. Wir müssen vorankommen. Wer war das? Hör auf damit! Hey! Eindringlinge, das war unklug. Jetzt finde ich euch. Nicht hierher, nicht hierher. Sie hocken dahinter. Die schnapp ich mir. Ich hab sie. Hier lang. Sie sehen uns. Von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pack, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Du hast da hinten ziemlich gewütet. Ja, genau deswegen können wir jetzt dieses Gespräch führen. Riechst du das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Thank you.
Bitte sag mir, dass es hier ist. Oh Gott! Eine ganze Stadt! Das Symbol! Er ist im Turm! Er muss dort sein! Ach ja! Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Und du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Seid ihr von hier? Ja. Schon so viele sein. Hugo, sie sind wegen ihm hier. Ja, das sollte reichen. Sieh nur, sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, Vaudan zu Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen, ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Wir können diese Wand hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Drecksviecher! Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt, bitte. Lukas, wenn die Nacht anbricht. Ja. Dann kann sie nichts mehr aufhalten. Die müssen weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Gut. Noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Das Feuerbecken da oben. Ja, das geht bestimmt.
sollte funktionieren. Es werde Licht. Ja, sehr gut. Gehen wir, schnell. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Gut, ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzen. Lukas! Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell. Ja, das musste natürlich mir passieren. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Boudons Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Oh nein! Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Meine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Keine Ratten? Nein. Aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Oh, wow. Oh nein, hörst du was? Oh nein, bitte nicht. Gut, wie viele das sind. Wir stecken fest, Lukas! Nein, nein! Da, die Plattform! Das Feuerbecken! Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen! Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol, was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Das ist Schwefel, oder? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben.
eine Kurbel. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Wir müssen hochklettern und die Truhe erreichen. Auf dein Zeichen! Lass es bleiben. Klar doch. Los, schneller! Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey, eins nach dem anderen. Ja. Ja, das ist eine gute Nachricht. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Gut. Danke, Lukas. Das werden Sie mögen. Ekelhaft. Sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es. Schön viele antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche Dinge ändern sich nie.
sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf, er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen... Ja, los! Die Idee war großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Lukas, du bist dran. Geht klar. Unmöglich. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Käfige. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Zu Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Es funktioniert. Nicht zu fassen. Gott sei Dank. Endlich. Los. Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell. Stabil. Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Arno kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudan da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Stehen bleiben! Ihr habt nichts zu suchen!
Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Sie haben Angst vor Licht! Findet Licht! Sie brechen aus! Sie sind uns gefolgt! Nein, wir haben keine Zeit! Wir müssen fliehen! Arno wird ein Plan haben! Mich wird er nie erschaffen! Aber schnapp ich mir. Lass den Scheiß. Ich mach deinen mördernden Kopf kürzer. Jetzt sind wir ganz sicher. Oh nein. Gesellschaft sucht alles. Keine Zeit zu verschwenden. Jetzt sind wir. Ich seh sie.
Sonst sind wir dran. Ich weiß. Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vaudin ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Hugo hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vaudin zu Hugo. Eine Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge: Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Das ist Mars, der Kriegsgott.
Planet rechts von der Sonne. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt den Stab, den sie und fertig. Das müsste Venus sein. Die Merkur-Symbole sind zwei verflochtene Schlangen. Ja. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Magister Vaudin? Ich bin Amicia de Rome. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Magister Vaudin. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo,